Wir gehen jetzt aber sowas von. Ein paar Apps auspacken. Mama, dann, ich hab Angst. Wovor? Ja, der ist gruselig. Ach, du bist gruselig. So, was kommt da raus? Mama Daniel hier mit dem süßesten und coolsten und nicht nervigsten Baby auf der Welt, Baby Claudio. Hallöchen, Baby Claudio, aber du bist nicht das coolste, du bist nicht das süßeste und du bist definitiv das nervigste Baby. Nein. Ja, Leute, es ist ja morgen endlich soweit. Es kommt das Mythic Egg und wir sind beide schon total gehypt! Ja, ich bin total gehypt! Alle vier, weil Levi ist auch total gehypt und Julie ist auch total gehypt. Und deshalb haben wir uns heute gedacht, wir gehen jetzt aber sowas von, aber sowas von! Gehen wir jetzt mal eben noch ein paar Eggs auspacken. Und da bin ich jetzt auch schon richtig dabei. Ich bin gehypt! Wir gehen jetzt einfach ein paar Eggs auspacken, also ein paar Ocean Eggs natürlich. Die anderen Eggs müssen wir nicht auspacken, weil wir brauchen keine anderen Eggs, weil die bleiben ja da. Aber die Ocean Eggs nicht, Leute. Die Ocean Eggs sind weg. Weg. Fucinito. Weg. Bup, bup. Ade, merci. Schau mal, Mama Tanja, ich bin schneller als du. Bist du? Ja, schau mal, ich bin viel schneller als du. Du bist voll langsam. Ja, kann schon sein. Aber ich möchte gerne die Zeit auch nochmal nutzen, um die Zeit des Ocean Egg Updates nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und vielleicht auch nochmal drüber zu reden, was uns jetzt so erwartet in dem neuen Update. Es ist ja so, dass wir von dem Ocean Egg Update nicht ganz so begeistert waren, weil wir andere Erwartungen hatten. Muss ich auch ehrlich sagen. Das lag ja daran, dass irgendwie weniger passiert ist in Adopt Me City, als geplant war oder als wir gedacht haben. Ich denke, dass bei dem Mythic Egg Update jetzt auch keine Veränderungen an der Map passieren werden, außer den Kristallen, die halt hier schon überall so sind. Aber ich glaube, dass die Pets richtig cool werden. Die werden super cool! Zeigen, was schon so bekannt ist. Also da oben, die beiden sieht man ja schon. Ein Phönix und ein Wiefern. Das ist so eine Art Drache im Prinzip. Cool. Und dann, das suche ich gerade mal heraus, gibt es ja auch andere Pets, die herkommen sollen nach Adopt Me City. Welche? Und einerseits gibt es da Kirin. Das ist ein also wie, ich weiß gar nicht, es sieht aus wie eine Ziege? Kobra. Ziege, nein, wie eine Ziege. Mama Tanja, ist das aber bestätigt? Ja, ja. Ach so, warum eine sagst du mir das erst jetzt? Eine grün-orangene Ziege quasi. Wir blenden hier mal ein Bild ein davon, damit ihr euch das auch vorstellen könnt, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt morgen. Dann haben wir noch ein Bär mit Hasenohren, Vampirzähnen und einem Geweih. Oh, ich hab Angst vor dir, Mama Tanja. Wo ich nicht sagen kann, was da dann wieder heißen wird. Mama Tanja, ich hab Angst. Wovor? Ja, der ist gruselig. Ach, du bist gruselig. Und dann haben wir noch Goldhorn. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist auch so ein Ziegentier oder ein Schaftier mit einer pinken Nase. Wundervoll. Und ein paar Blümchen und einem goldenen Geweih, was so rund ist. Und in der Mitte dreht sich halt die ganze Zeit was. Da freue ich mich richtig. Also das ist wirklich echt, das wird richtig toll. Aber wir celebraten heute noch mal ein bisschen das Ocean Egg Update, weil da gab es nämlich auch ein paar coole Momente. Da gab es auch die Zeit, wo da vorne, wo da dieses gratis Seegras war und so. Und auch hier unten, ich finde die Höhle ist halt so schön geworden. Wenn ganz Adopt Me City so ausgesehen hätte, Leute. Wow. Das wäre schon cool gewesen. Das wäre ein Träumchen. War aber nicht zu schaffen. Aber wir sind heute dran. Wir öffnen heute ein paar Ocean Eggs. Cool. Auf, gucken, was da drin ist. Und dann natürlich, selbstverständlich, wie immer, öffnen wir direkt danach, sobald das Update raus ist, auch ein paar Mythic Eggs, weil wir beide einfach, oder alle vier, unsere ganze Familie ist einfach so ready dafür, das auszupacken und meine Pets freuen sich schon so sehr auf neue Freunde. Leute, wenn ihr euch auch drauf freut, dann schreibt es unbedingt mal da unten rein. Schreibt das da rein. Ja, geil, bitte. Also, packen wir mal aus. Packen wir mal aus.
Hey, Baby Claudio. Ich hab Moschneck. Mama Tanja, weißt du, was ich möchte? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Butter. Nein, ich möchte. Ich glaube, ich hab mittlerweile alle. Ich glaube, ich habe alle Tiere schon. Oh. Es hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn du nicht alle Ocean Pets hättest. Warte, kann man das nicht nachschlagen? Oh, man kann nicht nachschlagen, oder? Ach, doch, man kann nachschlagen. Doch, du kannst in deinem Journal gucken. Ne, oder? Kannst in deinem Journal gucken. Oh, cool, man kann Collection nachschlagen. Genau, du kannst das nach Origin oben sortieren. Ja. Und dann kannst du gehen bis zum Ocean Event. Und da siehst du dann die ganzen Ocean Pets. Ich habe alle. Ich habe sogar 3 in Neon und 1 in Mega Neon. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den Hai gerade nicht habe. Oh, was? Den ich mal aus dem Ei geschlüpft bekommen habe, den habe ich an Baby Kahn weiter verschenkt. Oh. Und deshalb habe ich selber aktuell keinen. Deshalb hoffe ich, dass jetzt gleich einer schlüpft. Ja, wenn ich einen bekomme, dann behalte ich den. Ich dachte, du gibst ihn mir. Jein. Na toll. Okay, Mama Tanja, weißt du was? Ich fange an. Backen wir das mal aus. Leg los, Baby Claudio. Mein Ei möchte gebrütet werden. Oh. Das ist ein Seepferdchen. Aber ich finde, das ist eines der süßesten Pets aus dem Ocean Egg Update, oder? Ja. Also ich finde, das Seepferdchen hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen bekommen. So, dann schauen wir mal. Wow! Ein Rochen. Also ich finde, der Rochen ist so ein bisschen fail, weil der leuchtet halt nur so unten. Und irgendwie, also ich finde ihn schon cool, aber umso länger ich ihn mir angeschaut habe, desto mehr habe ich mir so gedacht, hätte auch noch cooler werden können. Ja. So mit so Mustern auf dem Rücken oder so. Ja, da sieht es bei mir. Ich habe den ja in Neon. Ich verstehe Mama Tanja. Und was wird es? Es wird ein... Noch ein Seepferdchen. Oh, cool. Mama Tanja. Ja, das ist noch ein Seepferdchen. Ja, was denn? Rat mal, welches Pet ich in Mega Neon habe von den ganzen. Oh, das Seepferdchen? Ja, das ist das wahrscheinlich krieg ich so oft. Deshalb die ganze Zeit ein Seepferdchen. Ich glaube auch. So, ich habe einen Delfin. Oh. Und ich muss sagen, der Delfin, der ist wirklich super süß. Ja. Also ich finde, der Delfin ist eins der Pets, was ich am dringendsten haben wollte. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen anderen wahrscheinlich so. Und der sieht einfach richtig knuffig aus mit den Knopfaugen und generell, das ist halt ein Delfin. Ich mag Delfine, Leute. Delfine ich mag generell süß. Das Meer, deshalb sind meine Haare ja auch blau. Meeresblau! Oh, und ich werde meine Haare übrigens färben, Leute. Och nö. Ich werde meine Haare passend zum Mythic Egg Update färben, also seid gespannt. Ah, guck mal, du hast einen Freund, lieber Delfin. Baby Claudia hat auch einen Delfin. Oh, sehr schön. Guck mal, das sind jetzt ja quasi Geschwister. Ja, das sind Geschwister. Wir nennen sie Hanky und Tanky. Hanky und Tanky, warte. So, okay, dann geht's mal weiter hier. Ich bin wieder dran. Ja, los, bitte öffne, ich kann nicht abwarten. Komm schon, bitte, es sei ein Hai, ich brauch noch ein Hai, bitte. Das ist ein Seehorn! Das ist ein was? Das ist ein Seehorn, ein Seehorn. Heißt der Seehorn? Ein Seehorn. Ich dachte, der hieß Narwal. Ein Seehorn. Weil das quasi das eine. Mama Tanja! Ja, was? Och, wie jetzt, du hast ein Hai. Ich hab ein Hai. Was ist das denn jetzt hier? Ich brauche ein Hai. Ich brauche einen. Komm mit, lieber Hai. Also, das gibt's doch einfach nicht. Ich brauche ein Hai, Leute. Du hast ja noch genügend Eier, Mama Tanja. Du wirst schon eins bekommen. Mach dir keine Sorgen. Ganz liebe Grüße an euch, die hier mit da seid. Könnt ihr mir bitte Glück bringen? Ich brauche dringend noch ein Hai, bevor... Naja, die Ocean Eggs wechseln. Ich brauche auch noch einen, da kann ich mir ein Nörnhai machen. Passt das nicht. Das ist ein Delfin und kein Hai. Ich fragte nach einem Hai. Ich brauche einen Hai. So, komm, ich hoffe, jetzt kommt der vierte Hai. Das wäre cool. Was ist das? Oh, bei mir ist ein Ocean... Oh, Nemo. Ah, ein Nemo-Leinchen. Ein Nemo. Ein Nemo. Weißt du, dass ich hier noch nicht Clownfisch nenne, sondern Nemo? Das ist aber nicht besonders kreativ. Jeder nennt seinen Clownfisch Nemo. Und das ist wieder ein Meereseinhorn. Krabbi ist hier. Krabbi. Nein, Mr. Krabs ist das nicht. Mr. Krabs, weißt du, wer Mr. Krabs ist? Mr. Krabs. So, da ist ein Delfin. Ich habe gerade kurz gedacht, da ist ein Lämmchen rausgeschlüpft. Ne? Aber es ist ein Delfin, Ein Lämmchen? Meinst du nicht? Ach so, okay.
Ja, aber da stand gerade ein Lämmchen. Ach so. Aber nein, es ist wieder ein Delfin. Vielleicht habe ich einfach zu oft gesagt, dass ich einen Delfin haben möchte. Also ich freue mich natürlich über jeden Delfin, aber ich hätte auch voll gerne... So, schau mal, hier ist ein Stingray. Ich habe einen Rochen habe ich bekommen. Ich muss sagen, irgendwie, ich habe bei den Ocean Eggs nicht so viel Glück. Ja, ich merke es. Habe ich manchmal das Gefühl. Ich habe da nicht ganz so viel Glück. Ich habe 11 Delfine. Und ich mag ja die Delfine, deshalb ist das auch überhaupt gar nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Noch ein Delfin! Mama, Daniel, du sollst aufhören, über Delfine zu sprechen. Ich weiß nicht mehr. Also, ich glaube, du sollst echt aufhören, darüber zu sprechen. Oh, ein Seepferdchen ist mein 30. Seepferdchen. Ja, ich weiß nicht. Ich hab mittlerweile... Hast du schon wieder ein Seepferdchen? Also, ich glaube, das, was bei mir die Delfine sind, sind bei dir die Seepferdchen. Ich glaube auch. Vor allem, ich habe ja doch schon ein Mega-Neon-Seepferdchen. Okay, ich bin wieder dran, ne? Ja. So... Oh mein Gott, Danja! Oh, das ist schon wieder ein Stingray! Warum bekomme ich einfach kein Hai? Okay. So. Danja, ich habe auch einen Rochen bekommen, los! Ja, du hast auch einen Rochen bekommen, das finde ich wirklich toll. Ja, das sind wieder Brüder, wie nennen wir die? Okay, also du hattest auch einen Stingray, das sind jetzt auch schon wieder Stingray-Buddies. Das ist eine Krabbe und die sind total süß! Aber es ist trotzdem kein Hai, den ich ja brauche. Um diesen Tagebuch einzutragen. Oh, Danja, guck mal! Haben. Hä? Ich habe auch eine Krabbe. Das ist doch nicht normal. Das ist doch jetzt nicht normal, oder? Ich habe jetzt auch gerade Angst. Krabby. Warum schlüpft denn da ständig? Vielleicht ist das Telepathie? So, was kommt da raus? Wupp, ein Delfin. Ich sag doch, ich krieg nur Delfine. Ja, ich sag doch, bitte rede nicht über Delfine. Also doch, du darfst über Delfine reden, die sind süß. Oh, du solltest nicht über Seepferdchen reden. Mama, Danja, warum sagst du Delfin? Das ist das Schlüsselwort dafür, dass ich ein Seepferdchen kriege. Lass das Wort weg. Und ein Narwal, ein Seehorn. So. Leute, ich sag es doch. Ein Manta-Rochen. Ein Rochen. Ist eigentlich ein Manta-Rochen oder ist es ein Rochen? Das ist nur ein Rochen. Ein Manta-Rochen sieht ganz anders aus. Ein Manta-Rochen wäre locker viel größer als du. Und jetzt habe ich auch ein Seepferdchen bekommen. Ich glaube, ich habe heute noch gar kein Seepferdchen ausgebrütet. Cool, cool, cool. Danja, lass es doch jetzt sein. Was? Ja, ich habe ja auch ein Seepferdchen. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ich beeinflusse das doch nicht, glaube ich. Du musst noch zwei. Ja. Oder? Nein, ich muss auch nur noch zwei. Ach, du musst auch nur noch zwei. Warte, dann öffne ich jetzt. Nemo! Komm schon, ein Hai, sei bitte ein... Ich öffne jetzt meinen letzten, Mama Danja. So, ich öffne jetzt meinen letzten und das wird ein... Es ist ein... Oktopus! Okay, ich packe jetzt auch das allerletzte Ocean Egg während des Ocean Egg Events aus. Es ist das allerletzte, Leute. Wenn ich jetzt keinen Hai bekomme, kriege ich wahrscheinlich auch keinen mehr, weil Claudio mir keinen gibt. Öffne, los! Oh, ich habe Angst. Also es kann natürlich auch sein, ich behalte ja ein paar Ocean Eggs, dass ich irgendwann später... Komm, Mama Danja, öffne! Ich kann dich gar nicht abwarten! Oh mein Gott, Mama Danja, du hast ein Ei! Das sieht man doch. Prank! Ich will dein Hai nicht. Mama Danja, ich schenk dir ein Hai! Ich will dein Hai nicht. Doch, Mama Danja, ich schenk dir ein Hai! Doch. Warum nur? Ich möchte das. Also Leute, ich freue mich total über all die anderen Ocean Pets und ich finde es richtig, richtig cool, dass wir so viele schöne Ocean Pets bekommen haben. Ich mag Meerestiere total gerne und alle, die hier drin sind oder viele davon, habe ich mir ja auch gewünscht. Und deshalb macht es mich echt glücklich. Aber dass ich jetzt keinen Hai bekommen habe, macht mich schon wieder ein bisschen traurig. Aber so ist das nun mal. Man kann halt nicht immer Glück haben. Und, kann man nicht, aber ich vielleicht ist ja in den, vielleicht ist ja in den Eggs, die ich mir behalte, irgendwann später noch ein Ei drin. Ein Hai, kein Ei. Wenn in dem einen Ei drin ist, das wäre ja ganz seltsam. Vielleicht ist da ja dann irgendwann mal ein Hai drin und dann habe ich ja doch Glück. Aber erstmal wahrscheinlich noch nicht. Also, Leute, wie fandet ihr das Ocean Update? Schreibt uns das mal unbedingt in die Kommentare und interessiert das brennend, ob ihr das so seht wie wir oder ob ihr das ganz anders seht oder ob ihr findet, das hat, war für euch das allerbeste Update oder das allerschlechteste. Und wie sehr freut ihr euch auf das Mythic Egg Update, weil wir sind richtig hyped. Wir freuen uns richtig auf die neuen Pets
Und wenn ihr das auch tut, lasst uns das gerne wissen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.